Der eine ist 36, der andere 33. Der eine ist zurück bei seiner alten Liebe, der andere zurück in der Bundesliga. Der eine weiß, wo das Tor steht und der andere ebenfalls. Am Sonntag treffen Claudio Pizarro und Kevin Kurani mit ihren Teams aufeinander. Der Peruaner schnürt bereits zum dritten Mal seine Schuhe für Werder Bremen. Von Pizarro erwartet man an der Weser das Gewohnte, nämlich Tore. 89 erzielte der Peruaner in 159 Spielen für Werder. Es sollen weitere folgen, vielleicht schon am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim. Ein Startelf-Einsatz möglich, allerdings sieht ihn Trainer Viktor Skripnik noch nicht bei 100%. Ein Einsatz von der Bank aber durchaus denkbar. Der andere Rückkehrer könnte wieder von Anfang an spielen, allerdings im Trikot der TSG Hoffenheim. Kevin Kurani geht nach 5 Jahren bei Dynamo Moskau nun für die Kraichgauer auf Torejagd. In 261 Bundesligaspielen traf der Hoffenheimer 111 Mal. In der aktuellen Saison war er aber noch nicht erfolgreich. Gegen Bremen soll sein erstes Comeback-Tor fallen. Dasselbe Ziel verfolgt Pizarro bei Werder. Im direkten Veteranenduell können sie zeigen, wer die Nase vorne hat.